Heute kommen wir zu einer Xbox X Fernbedienung. Xbox X Serie. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt zum neuen Video und freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, irgendwie spinnt hier unser DVD-Player oder Blu-ray-Player rum und mir einen neuen kaufen. Vielleicht spinnt auch der Receiver rum, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden und mit meiner Xbox X-Series kann man natürlich auch Blu-rays schauen. Wir haben eine große Sammlung. Das ist so ein gemeinsames Hobby von mir und meiner Frau. Und da fiel mir eigentlich ein, ist doch blöd, du kannst doch über die Xbox auch Blu-rays schauen zum Bleistift. Aber mit dem Controller ist das irgendwie ein bisschen doof. Also habe ich nachgeschaut und da ich ja nun Geburtstag hatte, habe ich gesagt, okay, wünsche ich mir das. Gesagt, getan und wurde halt auch von meiner Familie erfüllt. Ist auch nicht teuer, ich glaube um die 20 Euro. Was leider noch nicht gekommen ist, ist, glaube ich, ich hoffe, das kommt die Tage noch, bis ich das Video fertig habe, ist eine Schutzhülle. Das ist sowas ähnliches wie dieses hier. Das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn das Ding mal runterfällt, die gibt es also auch für verschiedene Fernbedienungen, sage ich jetzt einfach mal. Ob das jetzt nun die Fire TV ist oder. Und so eine habe ich mir auch noch bestellt. Ja, ich würde euch gerne das Ding mal mit euch testen, beziehungsweise checken, ob das funktioniert. Ich weiß auch noch nicht mal, ob im Lieferumfang Batterien bei bin. Wir packen mal da welche rein, das sollte nicht das Problem sein. Gut, und jetzt ist es auch ausgelabert. Wir werden das Ding natürlich anschließen. Und jetzt geht es natürlich zum Xbox X Series Fernbedienungscheck. Viel Spaß beim Video. Viel gibt es natürlich an so einem Teil nicht zu sehen. Ne? Steht hinten nochmal was drauf. Hier NFRASDE. Schau mal deine Medien-Apps auf der Xbox One und in der Xbox X-Series X und S. Unkompliziert durch Bewegung. Aktiviere beleuchtete Tasten. Steuere leicht. So, was steht da noch? Gibt es da noch eine Anleitung bei? Bestimmt ist es wahrscheinlich nicht. Aber es ist üblich wie ein Controller anmelden. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Da ist das wieder bescheuert aufzumachen hier. Alter Schwede. Naja. Karton ist sowieso scheißegal. Aber ich hätte es hier vielleicht aufmachen sollen. Da war er. Naja. Jetzt haben wir es zu spät. Weil ich mich nicht verletzen will, ziehe ich das Ding. Ah, wir haben einen Quick Start. Das Ganze ist von PDP Gaming 049004. Helps. Deutsch. Eingeschränkte Garantie. Off. Ist nur eine eingeschränkte Garantie. So, hier hinten steht doch noch was drauf. Super EN Download, bla bla bla. EN.de Select FR Channel Down Up steht hier auch nochmal. Kanal wechseln. Hierzu musst du zunächst eine Satelliten- oder Kanalverbindung in den Einstellungen einrichten. Das heißt, wenn man damit Fernsehen gucken will. Das wollen wir nicht. Ich will dann nur Videos mitsteuern. Nee, das ist dann hier nochmal die Batterieanleitung. Bla bla bla. DKDE. Sobald die Universalverbindung eingerichtet wurde, können Sie die Lautstärke, Kanäle und vieles mehr an Ihrem Fernseher damit steuern, um die Xbox X-Series zu steuern. Gehen Sie in die Einstellung, Konsole, scrollen Sie allgemein, suchen Sie TV und Dings. Dies will ich gar nicht. Ich will ja nicht den Fernseher mitsteuern, sondern die Dings. Gut, also, hier ist das gute Stück. Extra will er jetzt nicht dreckig machen. Normal haben wir hier unsere X, Y, A, B Tasten. Vor leise. Sollen wir mal gucken. Einschalten kann man das Ding auch. Hier ist nochmal der. Oder mal gucken, wie das sich so funktioniert. Sieht mir relativ einfach aus. Aber wir werden es rausfinden. Ich denke mal, das ist die Kopplungstaste hier. Na? Oder das muss ich mal gucken, nochmal auf links. Wie geht's auf? Das hätte da mal vielleicht beschreiben sollen.
Oder werden da keine Batterien eingelegt? Kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen Batterien rein, also muss das Ding auch irgendwie... Ah, hier ist ein Pfeil. Hier ganz klein. Völlig bescheuert, Leute. Ich versuche das mal zu zeigen. Da ist er. So, hier kommen zwei kleine AAA 1,5 rein. Das bestücken wir jetzt erstmal. So, da packen wir jetzt die Batterien rein. Ja, wir haben Akkus. Mal gucken, ob er angeht. Oh, ich kriege schon Licht. Mach das Licht da mal aus. Ist leicht beleuchtet. Alexa! Licht 1 aus. Ist leicht beleuchtet. Okay. Und das werden wir jetzt mit der Xbox verbinden. Und mach natürlich den Deckel zu, ne? So. Wir zeigen das nochmal. Hier ist das, ist, wenn man es hier hinlegt, da geht dann auch irgendwann die Beleuchtung aus, nimmt man es wieder. Also sehr komfortabel. Ich nehme zu diesem Fall immer Akkus von JBL. Da habe ich gute Erfahrungen mit. Kann ich euch auch mal in die Video, in die Produktbeschreibung mit rein oder beziehungsweise in die Box mitschreiben. Wir schauen uns das nochmal an. Ich will die natürlich mal nicht kaputt machen. Aber kommt sie jetzt so rum oder kommt sie jetzt so rum? Aha, so rum. Dann haben wir sie wieder zu. Gut, wir schmeißen jetzt mal die Xbox an und dann schauen wir mal, ob er sich damit koppelt. So, das ist absolut genial. Ihr müsst die nicht verbinden. Sie ist, hat sich automatisch verbunden beim Anschalten. Um euch das zu mal demonstrieren. Die Pfeiltasten funktionieren... Moment, eben hat sie es noch. Ah, man muss das natürlich auch hinhalten, wie gehabt. Netzwerk, da kommen wir auf die Einstellungen, wenn man hier diese OK-Taste drückt. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz damit, aber eben hat es mit den Pfeiltasten noch so richtig. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Aha, wenn man jetzt ein bisschen näher seitlich geht es nicht, wenn ich jetzt hier runter drücke. Dann funktioniert das. Man muss in der Nähe der Xbox natürlich sein. Wenn ich jetzt sehr weit, weit weg gehe, wird schon knapp. Wenn ich direkt vorstehe, funktioniert natürlich auch die Fernbedienung. Die Reichweite ist natürlich nicht so. Aber man sitzt ja auch in der Nähe der Xbox. Das ist die normale Startseite eigentlich. Wenn man jetzt lange drückt, was passiert? Aha, dann könnte ich jetzt die Konsole ausschalten, neu starten, ne, schließen. Wieder mit der OK-Taste gehe ich mal von aus. So, wir sind momentan in den Einstellungen. Ich will aber auf die Startseite. Das ist Xbox-Hilfe, da wollen wir nicht raus. Die Pfeiltasten funktionieren, die B-Tasten funktioniert natürlich nicht. Genauso, da haben wir wieder rauskommen. Ist auch nicht so einfach. Also ich muss mich da jetzt ehrlich noch mal ein bisschen durchkämpfen. Aber wir werden mal einen kleinen Test machen. So, ich packe jetzt einfach mal einen USB-Stick rein, weil mich das jetzt interessiert mit ein bisschen lizenzfreier Musik. Aha, dazu habe ich dann die Taste gedrückt. Ich kann den Media Player aufmachen, sage jetzt okay. Und kann jetzt mit den Pfeiltasten navigieren, sollte eigentlich gehen. Ja, wenn ich muss ein bisschen näher ranhalten. Machen wir einfach mal und drücke die mittlere Taste. Und kann jetzt natürlich hiermit das ansteuern. Ne? Kann jetzt Pause sagen. Geht das auf die andere Seite auch?
kriegt dann hier damit zumindest Stereo-Sound. Okay. Zurück. Muss ich mal gucken. Also ich muss mich wirklich mit der Ansteuerung noch zurechtfinden. Okay, dann gucken wir mal. Was passiert, wenn ich da drücke? Ah, da habe ich die Wiederholtaste. Und wie komme ich wieder raus aus dem Menü? Ich check das gleich nochmal. Um aus dem Quam wieder rauszukommen, ist das genauso wie bei der, das muss man sich jetzt erstmal überlegen, die A, B, Y-Tasten, wie man sie praktisch auf der Dings auch benutzt. Okay. Na, hier könnte ich jetzt auf den Media-Server zugreifen, der ist gerade hier online zu sehen. Und meine E-Mail-Adresse ist kein Hexenwerk, die ist überall öffentlich, deswegen werde ich die jetzt hier nicht schwärzen. Na, wenn da einer drauf schreiben sollte, dann hat das wohl seinen Grund. Das verstößt nicht gegen die Datengrundschutzverordnung. Aber man könnte jetzt hier noch vieles mehr machen. Komme ich jetzt wieder auf die Startseite? Ja, jetzt könnte ich auf meine Apps. Ich könnte sogar rein theoretisch oben. Das ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Die Fernbedienung ist natürlich mit den seitlichen. Ah, hier, wenn ich die seitlichen Tasten drücke. Zack. Folge, Statistik, Aufzeichnung, Screenshots, Chat, also alles Mögliche, was natürlich, jetzt kann ich mal in die Einstellung gucken, wieder in der Mitte der Taste bestätigen, Sprachausgabe, Controller, Bildschirmlupe, Voreinstellungen, Konto allgemein, Netzwerk, TV-Option. Wollen wir mal gucken, was er da sagt. Wir haben eine 4K-Auflösung. Das hat auch lang, war auch ein langer Kampf. Und da unten kann man das dann irgendwie noch für die Fernbedienung machen. Aber das ist jetzt nicht interessant. Ich will ja DVDs damit abspielen. Das kann ich euch leider aus lizenzrechtlichen, technischen Gründen nicht zeigen. Deswegen habe ich Musik abgespielt. Ich werde mich jetzt da eine Zeit lang mit beschäftigen. Dann kommen wir zu meinem Endresümee. Wie gesagt, man muss sich hier nochmal mit den Tasten dann natürlich beschäftigen. Es ist aber auch nochmal in der Anleitung beschrieben, wozu jede Taste da näher beschäftigt ist. Aber ich finde es cool. Sehr klein, beleuchtet und man kann da schon das eine oder andere mitmachen. Also Leute, wichtig ist auf jeden Fall hier, sich in dieser Anleitung durchzukämpfen. Ich halte das nochmal so hoch. Da ist jeder Schritt nochmal beschrieben. Da gibt es nichts dran zu maulen. Ehrlich gesagt nicht. Und ja, wozu jede Taste gut ist. Der Rest funktioniert natürlich wie üblich auf den A, B, Y und X Tasten. Man kann stoppen. Wenn man das jetzt über den Fernseher natürlich noch einrichten würde, könnte man sogar noch die laut und leise stellen. Aber hier läuft über den Receiver, der hat natürlich seine eigene Fernbedienung. Da bin ich noch am Arbeiten, weil ich mit meinem momentanen Verteiler da nicht so ganz zufrieden bin. Ich habe damit auch schon Blu-rays angesteuert. Das hat super funktioniert. Na? Man kann damit vorspulen, zurückspulen. Ist halt wie eine normale Fernbedienung, nur für die Xbox. Soll auf der Xbox One funktionieren. Auf der X haben wir es ja gesehen. Und was ich von Vorteil finde, ihr braucht sie nicht koppeln. Sie hat sich automatisch verbunden. Wie das bei der One ist, kann ich natürlich nicht sagen. Also klarer Sieger für mich. Absolut toll. Noch eine kleine Beleuchtung, wenn man das so ein bisschen bewegt, fängt es an zu leuchten. Auch nicht von schlecht. Ja, jetzt nur noch die Schutzhülle drauf und dann bin ich glücklich. Na? Ich kann das Ding weiterempfehlen. Ich packe euch die in die Videobeschreibung. Ist keine Werbung ein, habe ich mir selbst geleistet zum Geburtstag. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das dann getan hat, lasst ein Abo da und an die Abonnenten natürlich bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst.
Danke fürs Zuschauen, danke für den Link benutzen und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut, bye bye.